Ja, das Buch möchte ich jetzt trotzdem mitnehmen. Wir brauchen ja noch Wasser. Das kriegen wir ganz einfach hier. Also wenn es so viele Häuser hat, dann ist es echt gut. So, hier ist alles leer, da würde ich sagen, gute Nacht zusammen. Wir schlafen mal 6 Stunden. So. So, mitten in der Nacht. Wie sieht's aus? Durstig? Kein Problem. Dann schlafen wir nochmals. Er kommt nochmals 5 Stunden. So. Es ist mir gerade ein Malheur passiert. Ist mir was runtergefallen hier. Hat man zum Glück nicht gehört. Ach nee, jetzt hatte ich auch die Laterne an. Super. So, hier Bett. 3 Stunden. So, bis gleich. Da hat sie ja gerade gespeichert. Schön. Gut, wie viele Tage? 2 Tage, 16 Stunden, das ist ja schon mal gut. Wir sind hungrig, ja. Wir sind hungrig da. Salty Cracker, das ist doch das Beste zum Morgenessen, gut. Getting kind of Ja, thirsty. er ist thirsty. Trinkt er gleich mal mehr als einen halben Liter Wasser. So, dann kann er noch was vertragen, zum Beispiel das da. Und das kann er auch noch vertragen. Gut. Es geht ihm bestens. Dann gehen wir doch mal raus. So. Also, dass man die Lampe nicht irgendwie. Gut, ich weiß es ja auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann man ja die Lampe irgendwie zurück ins Inventar legen. Der Long Dark zeigt sich von seiner schönen Seite. Außer der Sturm natürlich, aber ich liebe ja, ich liebe das sehr, wenn es so schön aussieht. Also wenn man so in die Sonne schaut, ach, es ist einfach ein Traum. Wie dann so die Häuser in der Sonne glänzen und so, sieht einfach sehr schön aus. So, jetzt gehen wir mal da hoch, denn da unten das Dorf, das ist eine Katastrophe eigentlich. So viele Wölfe wie da sind, vielleicht müssen wir da einfach mal weg. 2, 3 Tage. Und die sind auch weg, aber ich befürchte, dass die immer da rumlaufen. Und ich hoffe, da oben sind weniger. Da hat es noch Fischerhütchen, wie man sieht. Und da drüben, was ist denn da? Das sind Indianerlager. Das da. Alter, ich krieg schon wieder die Krise hier. Okay. Immer schön umschauen. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Irgendwie gar nirgends hin. Wir können ja schnell schauen hier hinten. Das sieht irgendwie komisch aus da. Stille Lichtung. Aha. Das hat sogar einen Namen hier. 6% der Welt ist schon mal mehr, würde ich sagen. Stille Lichtung, okay. Ja, außer Bäumen ist hier nicht gerade viel los, würde ich mal sagen. Außer hier geht es in eine andere Welt, aber ich glaube nicht. Dann wäre ich nämlich sofort dabei. Die Welt wechseln. Im Nachhinein muss ich ja ehrlich sagen. Was ist das da? Tannenast. Aha. Hätte ich lieber das mit dem Leuchtturm gewählt.
Aber wahrscheinlich sagt man sich, wenn wir jetzt das genommen hätten, ah, hätte ich lieber das hier genommen. Also ich glaube, es ist am Schluss genau gleich schwer. So, hier geht's nirgends weiter. Braucht er was? Ja. Wir haben bald nichts mehr so richtig zu essen. Also so Frischfleischsachen. Ja, aber trinken wir noch ein bisschen Wasser. Ach komm, solange wir reden können, reden wir halt. Es hilft ja eh nichts dagegen. Wenn ich ja weiß, dass hier kein Wolf ist, kann ich ja auch locker rennen. So. Es ist natürlich die Frage, geht's da drüben noch irgendwo hin? Oder geht's nur wieder runter? Das wäre natürlich scheiße. Da würden wir nämlich da ankommen, wo wir zuletzt ja nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht haben. Ah! Nee. Das ist doch so eine Holz. Alter, da ist der Bär. Ich krieg die Krise hier auf der Map. Okay, da ist die Holzfäller. So eine Holzfällerhütte. Und den Bär haben wir also auch schon lokalisiert. Da hinten, was ist da? Boah, jetzt würde ich gerne ranzoomen, wenn ich ehrlich bin. Hier ist einfach Holz. Okay, gehen wir da mal rein. Aha, warte, jetzt habe ich einen Mist gemacht. Falsche... Ah, die ist leer. Falsche Taste gedrückt, so. Hier, so. Können wir nicht mehr füllen. Ne, wir haben gar nichts mehr. Okay, gut. Dann müssen wir leider ohne auskommen. Gut, ist jetzt nicht ganz so dunkel hier. Aber ist halt schon so, wenn du so eine Lampe anhast, dann siehst du einfach nochmals viel mehr. Alter Schlafsack. Gibt nur noch Stoff. Okay, aber 6 ist natürlich viel Stoff. Trockenfleisch. Ein Kissen. Hope nobody needs this anymore. Die Schuhe. Also ganz ehrlich. Eben dort völlig nutzlos. Aha. Die legen wir da ab. Die nehmen wir gar nicht mit. Ne Limo, die ist gut. Sonst sehe ich hier auch nichts. Also, bei euch ist es noch dunkler, aber... Ich sehe gar nichts eigentlich. Hab sicher schon wieder 10 Sachen übersehen hier. Auf dem Bett. Nicht gut. Wohnwagen verlassen. Achtung, Bär. So. Mit dem haben wir Bekanntschaft gemacht. Da steht es ja 1:0 für mich. Also ja, eigentlich steht's. Er hat sich ja dann gerade gerecht. Wenn ihr die Katastrophe noch nicht gesehen habt, müsst ihr die 25. Folge schauen. Die 400. Folge. Da passiert ja eine Katastrophe. Da musste ich erstmal eine Pause machen, der Long Dark. Ging nicht mehr. So, weiter da. Schnell was getrunken. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ob wir da den Bär taktisch umlaufen haben. Ich denke mal schon. So. Komm, wir haben ja nichts dabei. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen in diese Richtung. Was das da ist, frage ich mich auch immer noch da. Ist das einfach Holz oder wie?
von den Holzfällern übrig gelassen. Könnte sein. Okay, also hier oben scheint relativ wolffreie Zone zu sein. Was sind wir? Ah, taub. Okay. Es ist minus 19 Grad, das ist natürlich scheiße. Aber mit unserer Kleidung ist es minus 5, das geht eigentlich noch, also ganz ehrlich. Aber hätte ich da mal einen Tee gemacht, wenn wir ein Feuer gemacht hätten, ein Feuer gehabt hätten. So. Oh, da ist ein Dorf. Oder ein Haus auf jeden Fall. Das kommt ja gerade recht. Wenn da kein Wolf ist, natürlich. Weil da geht der Weg noch weiter. Also es scheint nur eine Zwischenstation zu sein. Aber kein Wolf in der Nähe, oder? Ne. Und zwei Hütchen. Gut. Dann mal rein ins erste. Gerade um aufzuwärmen, ist das gut. Der kleine, kleinen hier Fischerhütchen. Neue Orthütte. Nur schon, wie es tönt. Also, irgendwie die Beschriebe, die sind irgendwie nicht ganz so gut überarbeitet. Ich habe das Gefühl, die waren letztes Mal besser. Wasser. Spitzenpfirsich. Ja. Ne, sehr große Ausbeute hier. Schauen wir mal hier rein. So. Neue Orthütte. Schweinefleisch. Ach, Mist. Tomatensuppe, okay. Tannenholz, okay. Ich glaube, gleich mache ich mal ein Feuer hier draußen. So. Ja, das war's dann wohl. Gut. Also da oben scheint es noch weiter zu gehen. Hier kommt man nicht rein, okay. Hier geht es auch noch weiter. Aber weil wir ja so taub sind, kommen wir machen mal Feuer. Hier. Mit Altholz Feuer anzünden, gut. Wieso haben wir Altholz? Haben wir das gefunden? Muss fast so sein. Gut, hier in den Hütten hätte es ja auch noch genug Holz, wenn wir jetzt keines dabei hätten. Das ist eigentlich gar nicht mal mehr das, so das Problem. Also Holz findest du eigentlich, wenn du ein Haus hast, relativ leicht. Wenn du kein Haus hast, dann ist... Gut, findest du immer noch in der Wildnis. Oh. Ich wollte es nur mal schnell austesten, sorry. Gut, Wunde behandelt. Am Arm. Willst du mich verarschen? Ich bin über ein Feuer gelaufen und am Arm habe ich mich dann verbrannt. Gut, am Boden habe ich ja die... Theoretisch müssten jetzt die Stiefel auch noch im Arsch sein, eigentlich. So, wir essen da mal. Können wir jetzt hier auch? Ah ja, wir können auch. Schön. 20 Minuten. Reicht das, um irgend so einen Scheiß da... den gar... Komm, ich gar mal den, mal schauen, ob das reicht. Sollte gehen. Ah, das gibt einen Tee, okay. Mal schauen, was der für eine Wirkung hat. Also, ich krieg Angst. Wenn man den Tee überhaupt findet, wo ist denn der? Bei Erster Hilfe oder was? Ah, hier. Komm. Wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Einfach trinken, ganz einfach.
So, satt sind wir nicht ganz. Habe ich doch noch da, kann ich noch essen. Haben wir wieder weniger Gewicht. So. Ja, brauche ich noch was im Lagerfeuer? Eigentlich nicht. Gut. Ich bin schon aufgewärmt, das ist gut. Und weiter geht's. Schauen, was hier hinten kommt. Der Bär kann es ja nicht mehr sein eigentlich, weil den hatten wir ja jetzt.